Crazy Junkie Games hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mirror's Edge. Ja, wir wollen jetzt die Polizei davon abhalten, unsere Schwester ins Gefängnis zu bringen. Und ja, da kommt jetzt erstmal das Standard-Hochhausgeplänkel wieder. Und uns wurde eine Waffe irgendwo abgelegt, ein Scharfschützengewehr und ja, was soll man da noch so groß sagen? Wir werden viel Spaß damit wahrscheinlich haben. Also erstmal müssen wir schauen, wo wir lang müssen. Wo müssen wir lang? Sagt mir keiner. Ha, ha. Ich würde mal sagen, hier lang. Wäre realistisch. Ja, der ist nicht elektronisch, haben wir Glück gehabt. Aber sonst sind ja auch immer die Schilder dran. Ach, die Spuckspasti schon wieder. Nee, jetzt nicht ernsthaft, oder? Da habe ich ja mal so richtig Bock drauf. Man weiß nie, wie weit sie dann wirklich von dir entfernt sind. Ich weiß auch nicht, wie viele das sind. Ich weiß auch nicht, wo lange ich muss. Hier lang, gut. Oh! Leck, leck, leck. Na, wie auch immer. Steht schon keiner von. Fahrstuhl, wollte ich gerade sagen. So, haben wir auf Anhieb geschafft. Da war ich mir aber auch ganz sicher. Es war jetzt ein bisschen wirr und hektisch, aber das ist Mirror's Edge. Reggie. Schrecklich. Schlechter Empfang. So, ja, 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 ja. Hm. Wo sind wir denn hier? Kran, da müsste ich glaube ich hin. Der ist mir sogar mal markiert worden. Gut, ach nö, nicht schon wieder Spuckspastis. Lass mich doch einmal in Ruhe, man. ja. Ich kann nicht fliegen, so ist das jetzt nicht, ne? Also. Wir müssen das Gewehr woanders auch ein bisschen falsch. Versuch, du sie abzuschütteln. Ach, da vorne winkt mir doch jemand schon zu. Nein, ich will doch nicht. Nein, nein, nein. Was mache ich? Was mache ich? Geh weg. Was mache ich? Was zum... Na! Wo bin ich auf einmal? Ich habe irgendwas richtig gemacht, nur weiß auch nicht. Zack, gib her, halt die Schnauze. Immer dieses Rumalbern hier ist. Ja, komm her! Polizei, höre ich doch schon, habe ich doch gerade gehört. Muss ja irgendwo... ich denke mal, hier oben sind noch welche, oder? Hallo? Krieg wird das Gewehr im Inneren des CCC-Gebäudes deponieren. Gleich Krieg! Von da wirst du gute Sicht auf Cape Convoy haben. So. ja. Wo war da hin? Zum Gebäudchen. Das ist klar, wo wir hier jetzt lang müssen. Hier rüber, zack, von der ersten Stange zur anderen Stange. Nein, wir sind keine Stripperin. Haha, schlechter Scherz. Weiterspielen. Und ja. Wallrun und zack, rüber da. Bitte, bitte, bitte. Ich glaube auch Wallrun. Nee, irgendwo stehen wir hier. Geht, klappt. Ist ja auch egal. So. Haben wir das schon mal alles exzellent gut geschafft. Finger nass machen, Augenbrauen streichen.
Neureicher, nein. Ja, da sind wir doch irgendwo, meine ich, in einem Hochhaus. Haha, waren wir noch nie in einem Hochhaus. Es ist oben auf dem Atrium, das du gleich erreichst. Irgendwie was. Irgendwie. Ja, und hier müssen wir hoch. Das sieht man wieder, das ist wieder mal so eine Kulisse hier, also ja, die ziemlich schön aussieht, die sie sehr schön gemacht haben mit der Beleuchtung und der Farbgebung hier mit dem Gelben wieder. Die haben ja immer eine Farbe, die das ganze Level dann so schmückt. Und genau, ich meine, das war es jetzt hier auch. Hier musst du richtig überlegen, wo du überall wiederum langklettern kannst. Also viele Möglichkeiten, geht sehr steil nach oben. Und ja, ich muss da hoch. So. Wieso komme ich da nicht hoch? Nee, auch nicht. Nicht, doch. Nee, nein. Hier kommen wir aber irgendwie hoch. Wie gesagt, hier gibt es mehrere Möglichkeiten. Das ist halt die kleine Schwierigkeit da dran. Das sieht mir aber schon ganz richtig aus. Simfer im ersten Stock, also ab dem Boden hier gesehen. Was machst du denn, Faith? Ach, Liebes. Kannst du dich nicht einmal so verhalten, wie ich es möchte? Unerhört. Ja, so geht's auch. Gut. So. Ja, genau, stimmt. Hier sieht man mal Menschen. So ein paar. Ach man. Ja, das kann ich irgendwie gut, dass zu früh abspringe oder so. Also ihr könnt ja mal einen Counter einrichten, wie oft ich jetzt noch runterfallen werde. Bestimmt einige Male. So, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Von hier aus können wir bestimmt irgendwie was machen. Ja. Oh, 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 das war knapp. Komm ich hier? Ich wollte gerade sagen, da komme ich doch nicht hoch. Muss ich hier lang? So, wieder ein ganzes Stückchen weiter oben. Hier können wir nirgends wohl lang. Von der Seite aus. Da müssen wir also wieder rüber. Hier können wir hin. Bringt uns das was? Ja, das bringt uns sehr wohl was. Dann kommen wir hier wieder ein ganzes Stückchen höher. Und hier aus. Ne, bis nach oben komme ich nicht. Heißt das Ganze. Doch, das bringt mir was. Indem ich dann hier rüber springe. Dann hier wieder den Wallrun mache. Und. Nein, 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 nein. Irgendwo muss ich noch lang. So. Dankeschön, mein Liebes. Kriegst einen Bussi. Ja, da ist klar, da. Hier kommen wir hier lang. Oh, wenn du jetzt hier runterfällst, also in echt, dann ist nicht mehr so viel von dir übrig. Nein! Das ist sehr verwirrend, dass man das meiste mit Shift abbricht und nicht mit S, also nach hinten gehen, dass sie dann diese... die Runs und sowas abbricht. Ja, ich bin auch mit normalen Spuren rüber, aber gut. Das ist der schnellste Weg. Lüftungsschacht, okay. Ja, da haben wir ihn auch schon. So. Rinder. Also nicht die Tiere. Sondern, naja. Schlechte Wortspiele, sehr schlechte Wortspiele. Zwar nicht so schlecht wie die FDP mit dem von wegen Butter vom Brot klauen und das Gelbe von Ei, vom Ei, aber naja, gut. Ratte. Neuigkeit.
Komm ich hier raus? Nein. Dann muss ich wohl hier links. Kann ich wahrscheinlich nach oben hin raus. Ja. So, wo sind wir denn jetzt? Wo sind wir denn jetzt? Ja, ich kann mich dran erinnern. Da ist auch die Knarre. Die sehen wir da nämlich schon. Müssen wir nur noch runterkommen. Aber das ist ja eher weniger ein Problem. So, sind wir drüben. Können wir von hier aus den hier machen. Genauso wie hier. Siehst du das Gewehr? Geh da hin und nimm den Konvoi ins Visier. Du musst einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Versuch's mit dem Motor. Ich schalte dich in den CPF-Kanal des Konvois rein. Okay, mit dem Motor. Müssen wir auf den Motor schieben. Wie ist der Status? Ende. Ich glaube, die kommt von da vorne. Ich glaube, ich kann euch dann auch ein Easter Egg zeigen, den ich noch weiß. Gut, das ist jetzt nicht wirklich die Schwierigkeit, glaube ich. Bitteschön. Wenn ihr jetzt mal... Ich glaube, das ging so. Ja, da ist er. Die Riesenratte. Es ist ein total unnötiger kleiner Easter Egg, aber er geht. War jetzt interessanter als das umgekippte Auto. Mist, zu spät. Sie wissen jetzt, wo du bist. Ja, gut, dann muss ich halt wieder flüchten. Und Alter, hör auf. Aus! Aus! Die Spiele-Engine ist irgendwie nicht so stabil halt mit Fraps. Das ist sehr strange, ist das. Ja, ach ja, hier sind wir, stimmt. Ja, hier muss ich mich jetzt auch wieder durchkloppen. Stimmt. Zack, Boots, Bang, in die Fresse, halt die Schnauze. So, nächste Waffe nehmen. Puh. Das war ein bisschen knapp, glaube ich. War gut. Sind ja nicht gestorben. Nimm lieber die Maschinengewehre oder ARs halt, wie auch immer man das nennen möchte. Da diese halt, du triffst mit denen halt viel besser. So eine Shotgun auf einer Weite ist nicht so prickelnd. Der Spaß mit deiner MG. So, den haben wir weg. Ein Schuss! Geil! Kurz warten, schnell wieder hochrennen. Wir holen eine andere Waffe von oben. So, ich weiß jetzt, wo er steht. Oh, trifft mich von der anderen Seite irgendwo auch noch einer. Ach da! Da sind sogar zwei. Shit! Nehmen wir die Schrotflinte mit. Was anderes bleibt mir jetzt ja nicht übrig. Den treffen wir aber nicht. Ach, scheiße. Es fing so schön an. Und die da unten werde ich, glaube ich, nicht gekillt kriegen. Bevor ich den MG-Typen da weg hab. Ah doch, ja, gut, die MG habe ich. So ist es jetzt nicht, aber... Jetzt muss ich nur noch die anderen Patienten hier wegkriegen. Müssen wir hier durch? Ja, müssen wir. Puh.
So, haben wir das auch geschafft? Looking Glass Gardens, Spiegelgärten. So, ja, Kate ist doch bestimmt schon weg, oder? Die wird doch nicht mehr da drin sein, die ist doch geflohen oder so. Kate. Nee, doch, die... Kate. Doch, ist drin. Faith? Ruhig. Effie, Wahnsinn, was du alles für mich getan hast. Das war ich dir schuldig, Kate. Ja. Schnell mal gerade fliehen. Das ist Merk, er ist dein Freund. Er wird dich hier wegführen. Ich lenk die Cops ab und komm später nach, okay? Gut, unsere Schwester haben wir schon mal gerettet. Mit Bravour. Müssen wir jetzt nur noch die Cops weglocken. Oh. Da ist wohl die guten Rechner und Monitore. Hätte er mir doch geben können. Ich hätte mich über einen zweiten gefreut. Ha ha ha. Ja, also Merk ist vorher geflohen. Oder? Nö, der ist noch da. Merk. Und er ist tot. Passt. Sie haben Kate. Ah. Aber ein paar der Penner habe ich erwischt. Wo sind sie hin? Sie haben etwas erwähnt. Die Scherbe. Beim Bürgermeister? Ja. Shit, Merk, ich hol jemanden. Einen Arzt. Das bringt doch nichts, Faith. Es tut mir leid, Merk. Es tut mir leid. Nein, nichts bereuen. Aber lass mich. Niemals, Merk. Versprochen. Nein, nicht wirklich. Kleiner Scherz. Merk, ein sehr guter Freund, ist nun, ja, von uns gegangen. Also brechen wir nun auf, zu unserer letzten Mission, unsere Schwester zu retten. Wieder einmal. Die Scherbe. 21.55 Uhr. Dunkel ist es geworden. So, hier will ich aber wieder einen kleinen Cut machen, wie man es halt kennt. Crazy Junkie Games und bis zum nächsten Mal. Ciao.